Nein, nicht ganz ein Versehen, Lovis. Das steht hier sogar. Ich habe die Antwort gar nicht gelesen. Nicht ganz, Lord Lovis. Ich wurde von Lady Talana höchstpersönlich hierher geschickt. Ein Drachenritter hat euch hierher geschickt? Eine interessante Wende des Schicksals. Jedoch nicht unerwartet. Ihr wisst also, was im Tal vor sich geht? Oh ja, das tue ich, Drachenfreund. Und selbst wenn ich blind wäre, würde ich immer noch den Gestank des Schwarzen Rings wahrnehmen. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr eure Nase rümpft, weil ihr dem Schwarzen Ring nicht wohlgesonnen seid, klingt so, als hätten wir einen gemeinsamen Feind. Womit ihr andeuten wollt, dass uns das zu Verbündeten macht. Vielleicht, Talana hat gesagt, dass ihr mir helfen könnt. Ja, und wie sollte ich euch helfen können? Ich muss Damian töten, aber ich weiß nicht, wie genau. Müssen wir das? Ich glaube, das müssen wir. Wie es das Glück will, weiß ich, was Talana vorhat. Dann weißt du mehr als ich, mein Freund. Und obwohl ich ihre Absichten gutheiße, halte ich ihr Ziel für bedenklich. Die Halle der Seelen. Oho. Welche Verbindung besteht zwischen Damian und der Halle der Seelen? In ihr verweilt die Seele seiner großen Leidenschaft, Igerna. Ihre Seelen sind miteinander verbunden und dadurch eins. In diesseits wie im Jenseits. Legt sich der Schleier des Todes überein, so sterben beide. Ja, das ist ja... Jawohl, das ist eigentlich ganz cool, weil man so... nicht ohne seine Liebe leben muss. Damian sprach den Zauber jedoch nur wenige Augenblicke nach der Exekution seiner Angebeteten. Also als sie schon tot war, hat er diesen Zauber noch gesprochen. Dadurch wurde die Wirkung des Zaubers umgekehrt. Sollte nun Igerna wieder zurück ins Leben gebracht werden, ist Damian derjenige, der stirbt. Also das ist so eine Art Spiegelverbindung. So ein bisschen kann man sich das vorstellen. Wenn Igerna aus der Halle der Seelen wieder zurück ins Leben geholt wird, muss Damian dafür sterben. Ich bin mir aber unsicher, ob er das weiß in dem Spiel. Das war Talanas Mission. Und jetzt ist es eure. Ich verstehe weder eure noch Talanas Feindseligkeit gegenüber Damian. Ihr Drachen habt euch mit ihm verbündet und den Göttlichen getötet. Das stimmt allerdings. Nein. Ihr nennt uns Verräter. Aber wir sind diejenigen, die verraten wurden. Damian hat einen Ritter manipuliert und ihn dazu gebracht, euren gottgleichen Meister hinterrücks zu erstechen. Jetzt wendet sich das Blatt, dann sind offenbar die Drachenritter nicht die Bösen, sondern eher... Ja, sie wurden im Grunde, ja, wie er schon sagte, verraten. Und die Drachentöter und alle Menschen in Rivellon liegen einer Lüge, sind einer Lüge anheimgefallen und verurteilen die Drachen und die Drachenritter zu Unrecht. Er setzte seine Pläne in die Tat um. Der Göttliche ist tot. Seine dämonische Armee erlitt große Verluste. Ja, aber verborgen vor menschlichen Augen lässt er seine Streitkräfte wieder erstarken. Wie sorgfältig er doch sein hinterhältiges Spiel geplant hat. Igerna wurde gerecht. Und da der Verdammte wusste, dass es Jahrzehnte dauern würde, bis er wieder seine alte Stärke erlangt, sorgte er dafür, dass die Menschheit einen anderen Feind zu bekämpfen hat. Nämlich die Drachen. Und genau das taten die Drachentöter. Sie haben die alte Rasse ausgelöscht und der schlummernden Bedrohung durch Damian keine Beachtung geschenkt. Das führt uns im Gespräch weiter, ich will aber erst noch was über Igerna wissen. Als Damian unter der Vormundschaft des Göttlichen aufwuchs, war er sich der Tatsache nicht bewusst, dass er die Inkarnation des Bösen ist, das einst von seinem Ziehvater vernichtet worden war. Also der Göttliche ist ein, um das jetzt mal zu erklären, ein Mensch, der von den Göttern ja zu einem, sag ich mal, auch fast Gott gemacht wurde. Und ich glaube, diesen Göttlichen hat man in Divinity 1, ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt, Divine Divinity, gesteuert, glaube ich. Also gespielt. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt was damit zu tun hat. Und offenbar hat dieser Göttliche dann das Böse, was auch immer dieses Böse ist, vernichtet und ja, dieses Böse wurde in Damian wiedergeboren. Und die Damian, der Böse, ist dann, wie wir jetzt erfahren, der Ziehsohn vom Göttlichen. Also das ist alles ziemlich verstrickt. Der Schwarze Ring wusste jedoch davon,
und entsandte eine junge Hexe, um seine schlummernden Kräfte zu wecken. Das tat sie. Und sie verliebten sich sogar. Also das ist dann wohl Igerna gewesen. Für das Paar ging alles gut, bis Igerna entdeckt und vom Göttlichen enthauptet wurde. Damian, der in der Zwischenzeit ein großer Zauberer geworden war, verband seine Seele mit der seiner Liebsten, als sie die Klinge zu spüren bekam. Danach brach der erste Dämonenkrieg aus, den der Göttliche mit seinem Heer aus Paladinen für sich entscheiden konnte. Die zweite Plage durch Damian, der große Krieg, verlief weniger erfolgreich, wie ihr wisst. Er endete in einer erbitterten Pattsituation. Gewinner und Verlierer stehen noch nicht fest. Wo finde ich die Halle der Seelen? Das weiß ich nicht. Ich weiß jedoch, dass mein ehemaliger Meister, Maxus der Drachenmagier, sie einst gefunden hat. Wie gesagt, sein ehemaliger Meister. Er diente, nachdem er Maxus abgeschworen hat, Ouroboros. Wie immer hat er seine Forschungen schriftlich festgehalten. Dieses Buch muss immer noch in seinem Tempel sein. Nicht weit von hier. Seit sehr langer Zeit war niemand mehr dort. Aber ich bin im Besitz eines Schlüssels. Er gehört jetzt euch. Die Halle der Seelen zu finden, wird eine lange, beschwerliche Reise sein. Solltet ihr jedoch Erfolg haben, wird unser alter Feind vernichtet. Geht zum Tempel und findet das Buch. Und wenn ihr schon dort seid, könnt ihr euch vielleicht für mich um eine kleine Angelegenheit kümmern. Ah, noch eine Nebenquest. Was genau ist diese kleine Angelegenheit? Meine Erlösung. Ich bin nicht aus freien Stücken in dieser Farce, jenseits von Leben und Tod, gefangen. Nein, mein Freund, ich habe Maxus Schande gemacht. Und das ist meine Strafe. Was ist geschehen? Ich hatte den Befehl, diese Gegend vor dämonischen Angriffen zu schützen. Die Zeit verging und meine Macht wuchs. Und so wurde ich hochmütig und dekadent. Der Wachsamkeit folgte Trägheit, dem Pflichtbewusstsein Genusssucht. Als der Dämon Lord Baal mit seiner Armee anrückte, wurde das Tal in kurzer Zeit überrannt. Deswegen wurde ich bestraft. Nach einer derart eklatanten Missachtung eurer Pflichten erscheint mir euer Schicksal wohl verdient? Auch ich gebe mich gerne den sinnlichen Freuden hin. Man ging mit euch zu hart ins Gericht. Ich weiß nicht, ich glaube, in beiden Fällen bekommen wir die Quest. Ich nehme einfach mal das hier. Danke für euer Verständnis. Wenn nur jeder so denken würde. Dennoch bat ich um eine Begnadigung, die ich jedoch nicht erhielt. Zu lange sieche ich schon dahin, ohne zu verrotten. Maxus trennte meine Seele von meinem Körper und verbannte sie in einen Seelenstein in seinem Tempel. So nah und doch unendlich weit weg. Geht zum Tempel und bringt meine Seele zurück. Sie ist im Besitz meines alten Rivalen Amdusias. Tötet ihn und kehrt dann zurück. Ich verspreche euch eine große Belohnung. Amdusias, merkt euch diesen Namen. Erzählt mir von Amdusias. Vor langer Zeit wurden Amdusias und ich von Maxus dazu auserwählt, Drachenritter zu werden. Aber eines Tages, wir waren nicht älter als 17 und so übermütig wie alle jungen Leute, versuchten wir Zauber zu sprechen, die unsere laienhaften Fähigkeiten überstiegen. Ein Feuersturm fegte durch eine kleine Stadt und tötete hunderte Bewohner. Voller Ehrfurcht starrten wir auf die schöne apokalyptische Szenerie, bis unser Lehrer kam. Und dann sagt er, was macht ihr hier? Keine Hausaufgaben abschreiben. Oder so ähnlich, aber das hat... Obwohl... Eher demoliert. Das Schulgebäude wird nicht demoliert. Oder so ähnlich. Außer sich vor Wut wollte er uns die Zurückhaltung und Verantwortung lehren, die der Weg des Zauberers erfordert. Und um sich unsere Bereitwilligkeit sicher zu sein, sagte er,
dass nur einer von uns Drachenritter werden würde. Seit diesem Augenblick waren Andusias und ich erbitterte Rivalen im Kampf um die Drachenwürde, den ich letztendlich für mich entscheiden konnte. Sonst wäre er nicht hier in seinem Turm. Andusias blieb Messdiener im Maxos-Tempel, wo er nun mit unbändiger Freude im Besitz meiner Seele ist. Warum kann ich noch nicht die Gestalt eines Drachen annehmen? Das frage ich mich auch. Nur die reine Drachenenergie, die in Maxos Drachenstein eingeschlossen ist, kann das in euch schlummernde Drachenpotenzial freisetzen. Er befindet sich jedoch im Drachenturm. Und in diesem herrscht Lycan. Wer ist Lycan? Er ist ein Nekromant und wahrscheinlich die abscheulichste Kreatur von ganz Rivalon. Sogar krankhafter als der Verdammte und in seiner Macht nur Damian unterlegen. Der Verdammte und Damian sind übrigens ein und dieselbe Person, nur um das klarzustellen. Tod, Pein, Verstümmelung und schreckliche Auferweckungen sind sein Leben und seine Leidenschaft. Um ein Drache zu werden, müsst ihr ihn vernichten. Eine Tat, von der viele träumen, aber niemand hat es jemals gewagt. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an das Banditenlager dort. Die Banditen im Banditenlager sagen, sie würden dem Drachenritter Lycan dienen. Und ja, sie sind einer Lüge aufgefallen, denn Lycan ist, wie wir gerade erfahren haben, kein Drachenritter. Er, ja, residiert nur im Drachenturm, wo genau dieser Drachenturm ist. Es ist nicht dieser Drachenturm, es ist ein anderer. Wo genau er ist, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall, Lycan hat sich dort eingenistet. Und die Banditen glauben offenbar, er ist ein Drachenritter, aber er ist nur ein abscheulicher, kranker Nekromant, also ein Totenbeschwörer. Ihr sucht diesen Turm also seit über 1000 Jahren heim. Ja, das tue ich. Und ich wurde in all diesen Jahren weiser und verbitterter. Die meisten haben mich vergessen, aber ich habe Rivalon nicht vergessen. Hilflos musste ich mit ansehen, wie Damian mit all seinem Hass Rivalon zerstörte. Ja, also momentan sieht Rivalon ja noch relativ unzerstört aus. Es ist gut zu wissen, dass wenigstens eine andere Person versucht, sein Schicksal zu besiegeln und gleichzeitig die Ehre der Drachen wiederherzustellen. Könnt ihr mir noch etwas über Maxos erzählen? Er war ein Zauberer mit so großem Wissen, dass er bei den Drachen ein hohes Ansehen genoss. Sie lehrten ihn Dinge, von denen kein Mensch je zuvor gehört hatte. Und als er seinen Drachenturm erbaute, ein riesiges Bauwerk voller Magie, vermachten sie ihm die ultimative Fähigkeit. Wie sie konnte er gewöhnliche Menschen in Drachenritter verwandeln. Dadurch wurde er, abgesehen von der alten Rasse, zum mächtigsten Wesen von ganz Rivalon. Er hätte diese Welt erobern und versklaven oder sie in ein Paradies verwandeln können, wenn er dies gewollt hätte. Aber diese Art von Herrschaft und Macht, sei sie gut oder böse, interessierte ihn nicht im Geringsten. Für ihn ging es nur um Wissen, während seine Drachenritter über Rivalon herrschen. Ritter wie Orobas, Talana und ich selbst. Ja, das sind sozusagen seine Schüler gewesen, die Schüler von Maxos, und ja, die hat er dann quasi in Rivalon stationiert, um darüber zu wachen. Und ja, so ähnlich. Bis er eines Tages unter ungeklärten Umständen verschwand und nie wieder gesehen wurde. Das war vor ungefähr 1000 Jahren. Sein Drachenturm stand so lange leer, bis Lycan eines Tages das magische Siegel aufbrach und den Turm als Labor für seine finsteren Experimente nutzte. Ja, da haben wir's. Lycan spielt den Banditen nur vor, er wäre ein mächtiger Drachenritter. Was ist der Unterschied zwischen Drachen und Drachenrittern? Die Drachen sind die Alten. Die Drachenritter ihre mächtigsten Diener. Menschen werden in jungen Jahren von Drachen auserwählt und mit Drachenmagie durchdrungen. Sie werden mächtiger und intelligenter als gewöhnliche Menschen und leben sogar länger. Aber ihre eindrucksvollste Fähigkeit ist es, die Gestalt eines Drachen annehmen zu können. In der Gestalt unserer Drachenmeister sind wir, die Ritter, die Könige
unter den Menschen. Herrscher mit unerreichter Macht. Als sich im Laufe der Jahrhunderte die richtigen Drachen immer seltener zeigten, unterschieden die Menschen nicht mehr zwischen beiden. Aber der Unterschied ist sehr, sehr groß. Heutzutage wissen sogar einige nicht mehr, dass es überhaupt einen Unterschied gibt. Einen großen Unterschied. Wie ich schon sagte, es überrascht mich, dass ihr noch nicht auf meine silbernen Augen eingegangen seid. Das überrascht mich eigentlich nicht unbedingt, aber ich klick's trotzdem an. Was bedeuten sie? Dass ihr einst ein Drachentöter wart? Nur wenn das Blut des Drachen wie tausend Flammen der Macht und Weisheit durch eure Adern fließt, seid ihr wirklich neugeboren. Was davor geschehen ist, spielt keine Rolle. Es war ohne Belang und Auswirkung. Ja, das ist eine coole Einstellung. Ich lese noch seine Gedanken. 800 EP. Ich behalte meine Gedanken lieber für mich. Der muss ziemlich mächtig sein, wenn er mein Gedankenlesen abwenden kann. Aber schön zu sehen, dass die Kunst des Gedankenlesens unter den Gebildeten immer noch praktiziert wird. Ihr findet die Truhe neben meinem Thron geöffnet. Betrachtet das als kleine Belohnung für die Erheiterung, die ihr mir schenkt. Wie ihr wünscht, Drachenritter. Der ist ja cool drauf. Nein, die andere Truhe ist es dann wohl. Genau die. Naja, so unbedingt cool ist es ja nicht, aber egal. Meine Sammlung. Und wir haben noch ein paar Quests bekommen. Und zwar Lovis Hinterlassenschaft, das ist das, was wir für Roma den Priester finden sollen. Und eine heiße Spur. Ich muss in den Maxos-Tempel gelangen. Lovis hat mir den Schlüssel zum Eingang gegeben. Das ist die Hauptquest. Ich glaube, das zeigt auch die gelbe Schrift und verbannte Seele. Lord Lovis möchte, dass ich ihm seinen Seelenstein zurückbringe. Er befindet sich im Besitz eines gewissen Andusias. Der Maxos-Tempel lebt. Mit Hilfe des Seelensteins kann er sein Dasein als Geist ein Ende machen und endlich seinen Frieden finden. Also unser nächstes Ziel steht damit wohl klar, der Tempel von Maxos. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich denke, wir sind der Hauptquest in diesen drei Folgen, die ich jetzt aufgenommen habe, ein Stück weitergekommen. Ich gehe jetzt... Hallo Kreatur, du bist ja auch noch da. Wir haben viele wichtige Namen geklärt. Lord Lovis, Lycan, Maxos, Andusias. Und mit epischer Musik, mit epischer Szenerie stelle ich mich hier hin, um diese Folge und diese Aufnahme zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. So. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. Bis dann. Tschüss.